Der Wetterfrosch meinte es nicht gut mit dem 29. Freiberger Bergstadtfest. Gelegentlich schickte er Regen vom Himmel, dass man keinen Hund vor die Türe jagen mochte. Doch an den Gästen und Veranstaltern biss er sich die Zähne aus. Sie ließen sich ihre gute Laune und Stimmung nicht verderben. Zum Fazit kann ich sagen, dass die Vorbereitung, die Durchführung und die ganze Organisation eigentlich sehr gut geklappt haben. Wir haben keinerlei Zwischenfälle gehabt. So ist das ganze Fest doch ganz gut über die Bühne gegangen. Es gab viel zu erleben und jede Menge Höhepunkte, die einen Besuch des Bergstadtfests wert waren. Wie hier auf dem Petriplatz war es egal, ob das Wasser von oben oder unten kam. Aquaball war der Hit. Aber auch selbst gebastelte Boote, die Dachrinnen entlang schippern, sorgten für Vergnügen. Und dann waren da noch zwei Stars aus Hollywood. Extra für das Bergstadtfest ließ das Kinopolis Sherman und Mr. Peabody nach Freiberg einfliegen. Sie flanierten entspannt über das Fest und sorgten für viel Aufregung. Ihr gleichnamiger Film läuft aktuell im Lichtspielhaus an der Chemnitzer Straße. Und noch ein VIP wurde in Freiberg populär. Anne, die Erste. Sie ist Freibergs neue Königin und begleitet Oberbürgermeister Bernd Erwin Schramm bei festlichen Anlässen. Zwei angenehme Auftritte gab es gleich. Auf der Kutsche des Freiberger Brauhauses brachte sie das Bier dahin, wo der Durst am größten ist, zum Bergstadtfest. Und der Zweite? Das Autohaus Schön schenkte ihr ein neues Auto. Der Fiat ist mit allen Raffinessen ausgestattet. Die Einweisung in den Komfort des Fiats übernahm Betriebsleiter Karl-Heinz Zapf persönlich. Und dann ließ er es sich nicht nehmen, das gekrönte Haupt persönlich zu chauffieren. Da war ihr Freund doppelt stolz auf seine Königin. Und die Glückwünsche der Freiberger an Anne schienen nicht enden zu wollen. Nach diesem furiosen Auftritt am Donnerstag begeisterte das Fest mit weiteren Highlights. Für mich sehr weit vorne lagen die Roten Gitarren und dann die Sängerin Heinzmann. Dort muss ich sagen, ist ja nie meine Musikrichtung gewesen, aber was diese kleine junge Frau aus sich rausgeholt hat, war eigentlich sehr bewundernswert. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn kurzfristig einige Fahrgeschäfte auf dem Rummel absagten, so präsentierte er sich auf dem Messeplatz abwechslungsreich. Schon auf dem Weg dahin erfreute eine edle Brauerei den Gaumen und das Auge. Der Rummel selber bot für jeden Spaß etwas. Ob waageheizige Luftdrehungen und wirbelnde Schaukeln, ob Australien ganz anders oder Autoscooter. Langweilig wurde es niemanden. Wer mehr Gefallen am derben Leben des Mittelalters fand, wurde auf dem Parkplatz an der Meißner Gasse deftig unterhalten. Für Freunde des Traubensaftes hatte das Weidendorf auf dem Untermarkt immer eine Köstlichkeit bereit. Dazu gab es Swing und Jazz. Unumstrittener Höhepunkt am Sonntag war die Bergparade. Mehr als 800 Bergmänner und Frauen marschierten durch die Altstadt zum Obermarkt. Gemeinsam sangen sie das Steigerlied, welches alle Bergschaften musikalisch vereint. Egal ob aus dem Erzgebirge oder dem Ruhrpott, Thüringen oder der Lausitz, Glück auf, der Steiger kommt, ist die Hymne der Bergleute. Musik.
Und dann gab es noch einen ganz besonderen Moment. In den Reihen des Bergmusikkorps Saxonia spielt derzeit die amerikanische Studentin Kate Landis. Doch vor dem Sprung kam das Trinken eines Glas Bieres. In früherer Zeit war es so, vielleicht sage ich noch was dazu. Den Wettbewerb gewann sie gegen Vereinsvorsitzenden Roland Achtziger. Sie vollzog das Ritual des Arschledersprungs und ist somit offizielles Mitglied des Bergmusikkorps Saxonia. Natürlich durfte der traditionelle Klaps auf den Hintern nicht fehlen, der die Zeremonie beschließt. Übrigens, Bergstadtkönigin Anne wird den Arschledersprung im Advent vollziehen. Denn seit 2 Jahren werden alle Königinnen so Mitglied in der Knappschaft Freiberg. Diesen Sprung wird dann Knut Neumann nicht mehr begleiten. Der Geschäftsführer der Kulturstadt Marketing Freiberg geht am 30. August in den Ruhestand. Dann übernimmt Cornelia Hühnert die Geschäftsführung. Und für mich persönlich ist es so, es ist ein weinendes Auge, aber auch ein lachendes Auge. Ich bin 2011 angetreten, das für ein Jahr zu machen. Jetzt sind über 3 Jahre draus geworden und ich denke, das langt. Auch wenn Neumann nicht mehr für die Gesellschaft verantwortlich ist, so wird es auch im kommenden Jahr ein Bergstadtfest geben. Das 30. ist zwar kein Jubiläum, aber eine runde Zahl und ein Grund zum Feiern auf jeden Fall. Dieser Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung folgender Werbepartner: Stadtwerke Freiberg, Energie für alle. Ultraschall Sislak, einfach, schnell, sauber. Brauhaus Freiberg, bleib wie dein Bier, bodenständig. Fenster und Türen Brettschneider, Qualität aus Sachsen. Orthopädie Forum Breuer, gemeinsam aktiv. IC Immobilienzentrum Freiberg. Baumaschinenrichter, Gewerbepark Schwarze Kiefern. Kaffeesachse, sächsische Kaffeeliebe. Heilkunde Chiropraxis Lauterlein in Chemnitz. Sie haben akute Rückenschmerzen oder leiden schon seit Jahren? Sie wurden von der Schulmedizin aufgegeben? Dann gehen Sie doch dahin, wo Ihnen geholfen werden kann. In die Heilkunde Chiropraxis Lauterlein. Seit fast 10 Jahren Rückenspezialist in Chemnitz. Vereinbaren Sie einen Termin unter 262 56 50. Heilkunde Chiropraxis Lauterlein. Straße der Nationen 73. Gern wollen wir Ihnen helfen. Aktuelle Trends zu sensationellen Sparpreisen bei Fashion in Jeanswelt und Street One in Freiberg. Kinopolis Freiberg. Exklusiver Galaabend und Vorpremiere von Planet der Affen Revolution in 3D im Kinopolis Freiberg. Was wir uns im Alter wünschen? Verständnisvolle Begegnungen. Menschen an unserer Seite. Wir möchten Geborgenheit spüren, niemals das Gefühl von Einsamkeit. In der Tages- und Kurzzeitpflege haben wir Abwechslung, können uns in geselliger Runde austauschen, mit Kindern zusammen fröhlich sein. Wir wollen aktiv bleiben, uns frei und doch umsorgt fühlen. Und wenn es uns mal nicht so gut geht, eine helfende Hand, ein liebes Wort. Was wir uns im Alter wünschen? Lebensfreude, Lebensqualität, Geborgenheit.